people at Guantanamo. Seit über 7 Jahren halten wir Hunderte von Menschen in Guantanamo fest. Wir räumen jetzt das auf, was ganz einfach ein großes Schlamassel ist. Ich habe entschieden, das Gefängnislager innerhalb eines Jahres zu schließen. Der Präsident hat sein Versprechen nicht gehalten. 2 Jahre später ist Guantanamo immer noch in Betrieb. Ist das Trauma Guantanamo mit der Schließung des Internierungslagers aus der Welt zu schaffen? Und können die Menschen, die einst dort gefangen waren, wirklich ihre Freiheit wiederfinden? Nicht einsam, da bin ich einsam auf jeden Fall. Welcher Mensch soll denn schon verstehen können, wenn ich von Guantanamo erzähle, wie was gewesen ist? Das kann kein Mensch nachvollziehen. And the flag flew over. Die Flagge wehte vor Camp Delta im kubanischen Guantanamo Bay, wo die Gefangenen untergebracht sind. Zu Ehren all der Soldaten und Zivilisten, die für den globalen Krieg gegen den Terror ihr Leben gaben und all derer, die weiterhin für Freiheit und Demokratie in der Welt kämpfen. Daran hänge ich sehr, da ich meinem Land sehr gern gedient habe. Es ist schmerzhaft und macht mich traurig, dass es Leute gibt, die meinen Dienst für unehrenhaft halten. Wenn man meinen Namen in Google eingibt, erscheint oft der Begriff Folter, weil mein Name in vielen Büchern zu diesem Thema auftaucht. Das Folterteam, der Weg zur Folter, der Pfad zur Folter und so weiter. Die Leute halten mich für die Folterfrau schlechthin. And a United States prosecutor points an accusatory finger at your chest and calls you a criminal and tells you that you have betrayed your oath and you have betrayed your country and you have endangered the safety of the men and women that you swore to share your burdens with. Matthew Diaz disclosed a list of names of people at Guantanamo Bay, and he has paid a terrible price. Sie hatten viele Gründe, mich zu hassen. There is no easy answer. Es gibt keine einfache Lösung. Guantanamo hat vielen Leuten großen Kummer bereitet. Wir sind im Krieg. Es ist ein persönlicher Angriff, wenn ein Flugzeug ins Pentagon gestürzt wird, um dabei Menschen zu töten. Dass ich aus Pflichtbewusstsein gehandelt habe, mag kitschig klingen. Aber ich wollte nicht in den Ruhestand gehen, ohne meine Dienste angeboten zu haben. Wo man mich einsetzen würde, war mir egal. Es ist beängstigend, dass es Menschen gibt, die unsere Lebensweise, unsere Kultur und unsere Werte zerstören wollen. Man begreift ihre Motive nicht und fragt sich, wie man diese Leute für sich gewinnen kann. Wie hält man einen Feind auf, den man nicht versteht?
2001 hat mein Leben geändert. Ich bin nach Pakistan gereist, damit ich in möglichst kurzer Zeit viel über den Islam lernen kann. Pakistan hatte mich sowieso schon immer interessiert. Ich war halt auch neugierig, ein anderes Land mal zu sehen. Dann habe ich festgestellt, dass das Krieg ausgebrochen ist in Afghanistan. US bombing raids continue around the clock, attacking Taliban tanks and trenches north of the Pakistani border. Ich habe mir eigentlich nichts Großes bei vorgestellt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich damals gerade mal 19 war und die ganze Welt nicht so ganz verstanden habe. Und ich war auch kein Typ, der sich mit Politik beschäftigt hatte. Ich war kurz vor der Rückreise nach Deutschland. Ich habe viele Geschenke eingekauft. Es war kurz vor Weihnachten. Da hielt die Polizei uns an, kam auf mich zu und haben mir einige Fragen gestellt. Ich habe denen meinen Reisepass vorgelegt. Da meinten sie halt, dass ich aussteigen sollte. Es war mein letzter Moment als freier Mensch. Ab dem Moment an haben sie mich als Geisel halt festgehalten und irgendwann an die Amis verkauft. Plötzlich waren viele Blitzlichter dort. Das waren Leute, die Fotos geschossen haben. Ich war halt der 53. von mehreren tausend. Die haben mich ganz komische Sachen gefragt, ob ich Osama bin Laden gesehen hätte. Ich hab denen gesagt, natürlich habe ich ihn gesehen. Im Fernsehen, wie jeder andere auch. Das hat sie aufgeregt. Da war mir eigentlich sofort klar, dass die nicht daran interessiert waren, wer ich bin oder ob ich wirklich unschuldig bin, sondern sie wollten mich halt zu einem Terroristen machen. Ich sollte zustimmen, dass ich ein Mitglied der Al-Qaida und Taliban bin, dass ich mit denen zusammengekämpft hätte. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, was Al-Qaida ist damals. Ich bin kein Terrorist und somit werde ich das auch nicht unterschreiben. So haben sie mich von den Handschellen aus an der Decke hochgezogen. Sie haben eine Kette drum gemacht und mich an der Kette halt hochgezogen, so dass ich hing halt komplett mit dem ganzen Körper über dem Boden. Da hing schon jemand vor mir. Ich konnte sehen, dass er total blau angelaufen war. Er war schon längst tot und er hing da nur noch. Und der Verhörer fragte mich halt, ob ich es jetzt unterschreibe oder nicht. Und wenn ich Nein gesagt habe, hat er nur einfach Handzeichen gegeben. Und somit haben die mich wieder hochgezogen. Ich weiß, dass es 5 Tage gewesen sind, wie ich da an den Ketten hing. Fast jeden Tag und jede Nacht habe ich gespürt, wie er dort behandelt wird. Ich habe da ihm sofort gemerkt, ob er bestraft wird oder ob ihm gut geht. Man hat solche Mamas-Gefühle, kann ich so sagen, ja. Drei Tage lang habe ich geweint. Ich habe gesagt, das geht nicht, immer weinen und weinen. Weinen bringt nur Weinen. Also ich komme ja nicht vorwärts, habe ich gesagt, ich muss was unternehmen. Dann bin ich zu Kripo gegangen. Die Mutter erklärte, dass Murat Kurnaz in seinem Glauben radikaler geworden sei. Es ging ja zunächst mal um die Klärung der Frage, ob es tatsächlich ein Ansinnen von Murat Kurnaz war, gegen die Amerikaner die Waffe in die Hand zu nehmen. Und das war eine große Hektik in allen Sicherheitsbereichen. Zumal als bekannt wurde, dass die Attentäter zum großen Teil ja in Hamburg, Stichwort Hamburger Zelle, die Vorplanungen für dieses Attentat durchgeführt hatten.
Wir haben dann alle unsere Antennen ausgefahren und dann kam diese Hinweise, ja, der wollte schon immer kämpfen. Er hätte sich einen Kampfanzug und Kampfstiefel gekauft. Ja, fast explosive Erkenntnisse. In erster Linie genährt worden durch Aussagen der Mutter. Er soll erklärt haben, dass er die Anschläge in den Vereinigten Staaten gutheiße. Um wen handelt es sich bei Murat Kurnaz? Was ist Murat Kurnaz für ein Mensch? Es war mit einmal der Taliban aus Bremen. Diesen Begriff, der ging ja nicht mehr weg. Das war der Taliban aus Bremen. Und alle machten, oh ja, das haben wir nun auch hier. Erst die Hamburger, jetzt haben wir das hier auch noch. So viele Medien haben sich hier eine Schlange gestellt, hier vor meiner Haustür. Manche haben mich so manipuliert. Murat neben eine Handgranate hingestellt, Bremer Taliban und Terrorist genannt. Ich konnte niemanden sprechen. Ich wollte auch nicht meine Kinder verletzen dabei. Ich konnte meine Gefühle niemandem aussprechen, das ging es nicht. Ich hatte immer wieder gesehen, dass Gruppen wegtransportiert wurden. Denn sie waren dann nie wieder zu sehen. Bevor sie mir die Augen zugebunden haben, haben sie gesagt, wir bringen dich irgendwo hin, wo wir dich erschießen werden. So. Es war eine seltsame Situation. Ganze Flugzeugladungen von Häftlingen aus aller Welt kamen an. Einige hatten noch Gefechtsverletzungen. Es war eine große Herausforderung. Egal, ob diese Leute Leibwächter von Osama bin Laden waren oder was auch immer, sie hatten möglicherweise wichtige Informationen für uns. Ich war bei Hunderten, vielleicht sogar bei Tausend Verhören dabei. Es ist ein Psychospiel, bei dem man versucht, auf unterschiedlichste Art an Informationen zu kommen. Es geht darum, sich das Ego des Häftlings und seine Liebe zu seiner Familie und Heimat zunutze zu machen. Es gibt zwei Dinge, die funktionieren. Die Trennung von den Freunden und Schlafentzug. Auf diese Weise ist der Gefangene immer mehr auf seinen Verhörer angewiesen und wird dann hoffentlich irgendwann so gefügig, dass er die Informationen rausgibt, die man haben will. Nachdem ich angekommen bin, wusste ich nicht, wo ich bin. Es war nur ziemlich heiß. Machten mir irgendwann die Augen auf. Mit dem Bus brachten sie mich in einen kleinen Käfig. Wie so ein Hundekäfig halt, nur kleiner. Da waren auch keine Toiletten, kein gar nichts drin. Sie haben die Lichter 24 Stunden lang angelassen. Die Generatoren liefen. Es war extrem laut. So, dass ich eigentlich nie richtig geschlafen habe. Es war als ob ich eher in Ohnmacht fallen würde vor Müdigkeit. In meinen ersten Verhören, da haben sie mich auch nach dem Namen Mohammed Atta gefragt. Das ist der Typ, der einen diesen Flugzeugen in die Türme gejagt hat. Da meinten sie, ist ja dein Freund aus Hamburg. Du wohnst ja nicht weit weg von Hamburg, so. Ihr habt auch wahrscheinlich zusammen denselben Fitnessstudio besucht, meinte er. Wenn denen eine Antwort nicht gefiel, da haben sie mich sofort umgelegt in eine Isolationshaft.
habe ein ganzes Jahr insgesamt allein verbracht. Wenn man lange für sich allein gestellt ist, dann wird einem auch klar, wie viele Sachen man im Leben viel schöner machen konnte und man bereut es, dass man es nicht getan hat. Dass man kann sich schon fast an jeden einzelnen Menschen erinnern, gegenüber dem man sich schlecht benommen hat oder ihm das Herz gebrochen hat. Als Kind wollte ich unbedingt reich werden, damit ich schnelle Autos fahren kann. Ich habe oft und gerne getrunken und war dadurch auch schnell gewalttätig. Ich habe auch Drogen zu mir genommen. Ja, so habe ich mal gelebt. Auf der Suche nach Antworten habe ich mich mit dem Koran beschäftigt und entschieden, ein religiöses Leben zu führen. Ich war bei einem, vielleicht auch mehreren seiner Verhöre dabei. Wir haben ihn mit ein paar üblen Typen in Verbindung gebracht und ihn für sehr gefährlich gehalten. Er war kein unschuldiger Typ. Diese Geschichte von wegen zur falschen Zeit am falschen Ort, ich war aus religiösen Gründen da, tut mir leid, das zieht nicht. Er war nicht kooperativ und hat sich nicht an die Regeln gehalten. Für die Militärpolizei war er ein schwieriger Fall. Es war eine sehr schwere Zeit. Viele waren überzeugt, dass es einen weiteren Angriff auf Amerika geben würde. Und jeder hat getan, was er konnte, um die US-Bürger zu schützen. Ich wollte irgendwie meinen Beitrag zum Krieg gegen den Terror leisten. Ich wusste, entweder melde ich mich freiwillig für Guantanamo oder sie schicken mich nach Afghanistan. Und das wollte ich nicht. Ich wollte schließlich lebend zu meiner Familie zurückkehren. Außerdem war Guantanamo karrierefördernd. Am Krieg gegen den Terror teilzunehmen, das macht sich gut in der Personalakte. Und du bekommst Orden, Beförderungen und Gehaltserhöhungen. Am 11. September wurden viele Menschen umgebracht. Ich wollte, dass jemand dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Wie konnten sie es wagen, uns in unserem eigenen Land anzugreifen? Wir hatten auf jeden Fall Häftlinge dabei, die was wussten und die Informationen einfach nicht rausgaben. Weil wir die gängigen Methoden alle ausprobiert hatten, brauchten wir jetzt was Neues. In Afghanistan waren viel schlimmere Methoden üblich. Zum Beispiel wurden Personen stundenlang an Handschellen aufgehängt. Wenn jemand über lange Zeit an den Armen aufgehängt wird, kann das zu Organversagen und schließlich zum Tod führen. Sowas kann man einfach nicht machen. Für uns in Guantanamo war das unprofessionell. Aber welche Möglichkeiten hatten wir? Wir haben uns zusammengesetzt, um Ideen zu sammeln und zu überlegen, welche Methoden es gibt. Wir brauchten neue, aggressive Techniken. Jedem war klar, dass offensichtliche Methoden wie Finger abschneiden, Elektroschocks, Todesdrohungen und so etwas verboten sind. Aber wir fragten uns, was war also erlaubt? Wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, wir nehmen eine ungeladene Pistole, die wir dem Häftling an den Kopf halten. Nein, das wäre illegal.
Wie wäre es mit einem speziell konstruierten Stuhl, in den wir den Häftling setzen? Aber was für ein Spezialstuhl soll das genau sein? Wie sieht es mit Stresspositionen aus? Wenn sie in einer unbequemen Haltung gebeugt sitzen müssen und nicht aufstehen dürfen, bis ich es sage? Es gibt schon ein paar Grauzonen. Ich wurde um rechtlichen Rat gebeten und habe mein Bestes getan, um herauszufinden, welche Gesetze jeweils geltend sind. Aber es war nicht gerade mein Spezialgebiet. Ich habe herumgefragt und um Hilfe gebeten, aber keine Antworten bekommen. Es war klar, dass sich damit keiner die Finger schmutzig machen wollte. Nach der ganzen Recherche mussten wir irgendwann für Fakten sorgen. Also haben wir 4 Tage und Nächte lang ein Memorandum verfasst, es überarbeitet und die rechtlichen Grundlagen geprüft, bis wir dann mit dem Ergebnis zufrieden waren. Im Oktober 2002 kommt Diane Beaver in ihrem geheimen Gutachten zu dem Ergebnis, dass die verschärften Verhörmethoden weder gegen amerikanisches noch internationales Recht verstoßen. 10 Tage später genehmigt Verteidigungsminister Rumsfeld 18 von 22 Methoden, darunter Stresspositionen, erzwungenes Entkleiden oder das Ausnutzen individueller Phobien wie Angst vor Hunden. Extreme Methoden wie Todesdrohungen oder das sogenannte Waterboarding wurden von Rumsfeld nicht genehmigt. Jetzt hatten wir das entscheidende Papier in der Hand. Eine Richtlinie, die von ganz oben aus dem Verteidigungsministerium kam. Also konnten wir mit den Verhören weitermachen. Es wurde einfach alles schlimmer. Ich wurde manchmal über 24 Stunden lang verhört. At 15:25 hours, Guantanamo Bay, Cuba. The detainee has a request to associate with and plan to travel to Pakistan with an individual who later engaged in a suicide bombing. Da sagten sie, dass Seljuk Bilgin, ein sehr guter Freund von mir, ein Selbstmordattentäter wäre. This morning, Al-Qaeda's suicide bombers attacked a synagogue in Istanbul. 56 people are reported dead and over 700 injured. You said that you did not know that Seljuk Bilgin was a terrorist or involved in suicide bombing. When I know Seljuk Bilgin, he was not a terrorist or somebody. He was exercising a lot with me together. But I never saw that he experiments with bombs or talking about it. Yet I'm not saying he's not a terrorist. Maybe he is a terrorist. Did he actually go to Pakistan with you? He was on the airport in Frankfurt. The German policeman, he checked the computer. They took him to another room. That is the last time when I saw such video. Irgendwie dachte ich vielleicht, dass es auch irgendwie stimmen muss, weil so viele Leute stehen vor mir und erzählen, dass das so gewesen ist. Er hat das getan und ihn gibt es nicht mehr und er hat Menschen getötet. Alles liegt vor. So. I can't recall. Do we know if that friend he's talking about was a suicide bomber or not? Yes, sir. He was a suicide bomber. Oh, okay. Yes, sir. It's in the classified portion. Okay. I just wasn't sure. Einfach unglaublich. Was sollte das? Hier ging es doch nicht darum, Informationen zu erhalten.
Das ist natürlich sadistisch und hat nicht im Entferntesten mit einem professionellen Vorgehen zu tun. The usually jovial Jody Rumsfeld was grim as he was sworn in and promptly took responsibility for what he called a catastrophe. He was interrupted by hecklers calling for his head. Es war furchtbar. Der Ruf der Armee wird auf lange Zeit ruiniert sein. Von so etwas erholt man sich nicht so leicht. Es war Zeit für mich aufzuhören. Ich hatte in meinem Job erreicht, was ich konnte. Ich wollte ein Haus und einen Hund und mich nicht mehr ständig darum sorgen müssen, wo ich als nächstes eingesetzt werde und was meine Aufgabe sein würde. Deshalb habe ich mich zur Ruhe gesetzt. Nach den peinlichen Vorfällen im Abu Ghraib-Gefängnis gab es auch ein größeres öffentliches Interesse an Guantanamo. Meine Aufgabe dort war es, zu verhindern, dass es kein zweites Abu Ghraib geben würde. Ich sah es als meine Pflicht an, die Rechtsstaatlichkeit zu sichern und dafür zu sorgen, dass das Kriegsrecht in Guantanamo eingehalten wurde. Ich sollte Vorwürfen über Misshandlungen nachgehen, die es schon von Anfang an gegeben hatte. Egal um welchen Konflikt es sich handelt, wir müssen Gefangene human behandeln. Aber das, was ich hier sah, stand nicht in Einklang mit dem Kriegsrecht. Der Name Diane Beaver ist aufgetaucht, weil sie das ursprüngliche Gutachten zu diesen erweiterten Verhörmethoden geschrieben hatte. Einer der Vernehmungsbeamten hatte die Legitimität dieser Techniken hinterfragt und ich habe ihn dann auf das Gutachten verwiesen. Die Gefangenen, die hier landeten, waren auf keinen Fall die schlimmsten Verbrecher. Nicht jeder war zu Recht hier. Manche waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und gegen Kopfgeld an die USA verkauft worden. Einer davon war Murat Kurnaz. Es ist mein Job, das Gesetz einzuhalten und dafür zu sorgen, dass alle in der Befehlskette das auch tun. Also, auf rein beruflicher Ebene muss ich natürlich meine Pflicht erfüllen. Aber ich bin eben auch ein Mensch und es macht mir keinen Spaß, Menschen leiden zu sehen. Je länger ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass meine Einschätzung der Situation weder in der Befehlskette nach oben wandern noch nach außen dringen würde. Ich dachte, meine Arbeit hier ist im Grunde nutzlos. Egal, was ich den Kommandeuren rate, es stößt nur auf taube Ohren. Und in dem Moment habe ich entschieden, etwas zu tun. Ich wusste, dass ich es auf keinen Fall über offizielle Kanäle tun konnte, sondern dass es eine Geheimaktion sein musste. Da haben die Amerikaner mich über Sachen gefragt, was ich in Deutschland getan habe. Und zwar über Dinge und Telefonnummern ausgefragt, die kein anderer außer hier in Deutschland gewusst hat. So war ich davon überzeugt, dass die Amis mit der deutschen Polizei in Kontakt gewesen sind. Man macht sich ja in der Verdachtsfallbearbeitung dann so Schaubilder, wo man sagt, wer kennt wen und wo sind die Verknüpfungspunkte. Die Eurocheck-Karte, mit der die Flugkarten für Murat Kurnaz hier in Bremen bezahlt worden waren, ist am 9.09.2001 schon mal aufgetaucht, und zwar in Hamburg. An einem Bankautomaten unweit der Al-Quds-Moschee, in dem die Attentäter verkehrten. Die Karte war eine Besonderheit. Das war ein Umstand, der uns auch aufmerken ließ. Es war ein Unbehagen bei allen, die sich damit beschäftigten, da muss er irgendwas, muss ja da dran sein. Und dann kommt man oft natürlich dazu, aha, der war da auch mal und der war gleichzeitig da und da hat man eine Telefonnummer gefunden. Und dann wirkt das auf den ersten Blick logisch. Das ging jahrelang so weiter.
dass ich dann mal wieder verhört worden bin. So habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr. Wenn ihr es nochmal hören möchtet, dann spult einfach die Bänder zurück, die ihr habt, und hört es euch einfach nochmal an. Da hat sich nichts geändert. Die haben mich dafür bestraft, die haben mich dafür hungern lassen, die haben mir kein Wasser gegeben, die haben alles Mögliche versucht, aber ich habe kein einziges Wort mehr gesagt. In a blow to the US government, the Supreme Court ruled today that the prisoners at Guantanamo have the right to legally challenge their detention in US courts. What we want is an immediate cessation of conditions that are cruel, inhuman, or degrading, or that constitute torture. Barbara Olshansky, a human rights lawyer involved in obtaining the landmark ruling, is now demanding the release of all detainee names so that they can have their day in court. The government has so far refused to release the names. Top 20, do we know how many we have? You sure? Will you tell us? Not today. While it seems like a perfectly reasonable request that, gee, why don't you just give us all the names, it may not be. That is what I ask of you today. Barbara Olshansky. Von Barbara Olshansky hatte ich vor Guantanamo noch nie gehört. Guantanamo. You have the power to restore the moral underpinnings of our democracy. You must use it. Please, that's what I ask of you. Es war, als hätte mich jemand wachgerüttelt. Die Regierung und meine Kollegen in Guantanamo zogen einen Lügenwall um sich herum und ich saß mittendrin und habe mitgemacht. Ich habe die Anwälte mit daran gehindert, an die Informationen zu kommen, die sie haben wollten. Gegen Ende meines Einsatzes dachte ich, irgendwas muss passieren. Und zwar muss ich was tun. Und es muss schnell gehen. Barbara Olshansky wollte die Namen. Und ich hatte Zugang dazu. Sie durchsuchen die Taschen. Wenn sie dann sowas wie eine Namensliste finden, wird man angeklagt. Ich wusste, dass sie mich damit nicht von der Insel lassen würden. Ich musste also einen Weg finden, sie rauszuschmuggeln. Dann kam ich drauf, die Liste verkleinert auszudrucken. Ich bekam sie so klein, dass ich sie in einer Karte verstecken und abschicken konnte. Ich dachte mir, selbst wenn der Umschlag ein bisschen dicker wird, würden sie im Militärpostamt denken, es sind Fotos oder sowas drin. Das war nicht so ungewöhnlich. Es war Januar, der nächste Feiertag war Valentinstag. So kam es dann zu dieser Karte mit diesem glubschäugigen Chihuahua. Eine Weile war ich nicht sicher, ob ich es durchziehen würde, und ich habe einige schlaflose Nächte verbracht. Ich würde meine Zukunft aufs Spiel setzen und auch die meiner Frau und meiner Tochter. Doch wir waren nur drei im Vergleich zu den über 550, die ich sonst zurücklassen würde, ohne große Chancen auf eine Gerichtsverhandlung. Ich habe die Liste genommen und sie in die Karte gesteckt, bin zur Post gefahren und habe sie in den Briefkasten geworfen. Ich hatte das Gefühl, endlich das Richtige getan zu haben. Und nicht mehr auf der falschen Seite zu stehen. Die Nachrichten habe ich dann erstmal nicht verfolgt, sondern einfach den Dingen ihren Lauf gelassen. Lieutenant Commander Diaz hatte kein Recht, das zu tun. Er ist ganz unten in der Hierarchie und denkt, er weiß es besser. Ich meine,
Er sitzt da in Guantanamo Bay und eben nicht im Weißen Haus in den internen Meetings mit Leuten aus dem Außen-, Justiz- oder Verteidigungsministerium und führenden Anwälten. Und er meint zu wissen, was für die ganze Regierung am besten ist? Was für eine Selbstüberschätzung. There should have been no confusion. Oh, schönes Feuerchen. Also als Nachtisch gibt es Erdbeerkuchen und Eistorte vom Muttertag. Ice cream cake from Mother's Day. I have a toast here. Ich stoße an auf die pensionierte Lieutenant Colonel Diane Beaver, eine großartige Freundin und gute Tochter, die ihrem Land ausgezeichnet gedient hat. Thank you very much. Vielen Dank für deinen Einsatz. Ein erfülltes Leben. Alive to tell about. Alive to tell. Ein erfülltes Leben. Was hast du da unten eigentlich gemacht? Es gibt so einige Situationen, wo sich die Jungs und Mädels da unten in Schwierigkeiten bringen. Wir hatten zum Beispiel einen verheirateten Lieutenant Colonel, der sich bei einer Prostituierten was eingefangen und es dann an seine Geliebte in Guantanamo weitergegeben hat. Und seiner Frau wollte der Typ weismachen, dass er es von den Gefangenen beim Händewaschen bekommen hat. Die Frau rief dann bei uns an und wollte wissen, ob das möglich sei. Wer sind Sie? Die Frau von wem? The wife of who? Medizinisch sind die bestens versorgt, besser als in ihrem eigenen Land. Wenn so viele Menschen auf engstem Raum leben, sind Präventivmaßnahmen wie Grippeimpfung, Darmspiegelung und so weiter einfach ein Muss. Die sind besser versorgt als so mancher Amerikaner hier. Ja, in den Gefängnissen hier haben die es bestimmt nicht so gut. Ja, schmeckt gut, was? Jetzt ist gut. Er will Aufmerksamkeit. Die letzten 5 Jahre hat sie so einiges durchgemacht. Da verhört man Leute, die unsere Lebensweise zerstören wollen und die gerade Flugzeuge in unsere Gebäude geflogen haben. Und weil sie anfangen, laut herumzuschreien oder Koranverse aufzusagen, knebelt man sie. Ist das Folter? Das ist eine komplizierte Frage und keiner wollte sich damit beschäftigen. Diane hat ihren Job gemacht, weil sie ihr Land liebt. Ihre Vorgesetzten dagegen übernahmen keine Verantwortung, aus Angst, dass später etwas gegen sie verwendet werden könnte. Und genau das ist ihr dann passiert. Sie musste die Sache am Ende ausbaden. Nach monatelanger Kritik wegen der Misshandlungsvorwürfe in Abu Ghraib und Guantanamo sah sich die US-Regierung gezwungen, den Schaden einzudämmen. Auf einer perfekt inszenierten Pressekonferenz wollte man der Welt zeigen, dass die Missbrauchsfälle in Abu Ghraib und die aggressiven Verhörmethoden in Guantanamo das Werk von Einzelpersonen waren und nichts mit der offiziellen US-Politik zu tun hatten. Um das zu beweisen, veröffentlichte die Regierung ein geheimes Gutachten, das lediglich eine Unterschrift trug. Natürlich bot sich mein Memorandum an, um jemand anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Es hatte mir nichts ausgemacht, das Dokument aufzusetzen. Für mich gehörte das zu meinem Job. Die ranghohen Anwälte dagegen haben nie etwas in Schriftform verfasst, also waren die wohl clever und ich war die Dumme. Ich habe nie an irgendwelche politischen Folgen gedacht, nur daran, meine Vorgesetzten zu unterstützen. Und als Dank kam ich dann auf die Titelseiten, wurde ins Kreuzfeuer der Kritik gestellt und erschien in jedem Buch über Folter. Es ist ein schreckliches Gefühl, dass ich meinen Kopf für die ganze Regierung hinhalten muss. Colonel Beaver, let me start with you. Did you expect that your opinion would not be the one that would be relied upon? No, sir. In fact, one of the reasons. No, sir. You. Sorry. My question was, were you surprised that your opinion became the opinion that was relied upon? Did you expect shock? I never received a phone call, I never received an email, I never received anything asking me
anything, like, are you a lunatic? What were you thinking? Or, you know, great opinion, or I received nothing. You come across in this as being eager to have these techniques used. And it says, under Category 2, using detainee phobias such as fear of dogs. Now, I'm trying to figure out as a lawyer how removal of clothing and using fear of dogs does not envision naked people. By the way, the hood's in there, too. Naked people having dogs sicked on them. That would have never happened. I mean, that's just not professional. That indicates something. But it did happen. It did not happen, ma'am. Well, dogs were used with naked people. Do you doubt that it happened? If an investigator found that it happened, I'm not disputing that. I'm just saying I was not aware of it at the time. Well, so when you said this didn't happen at Guantanamo Bay, you're not right. What I meant was I didn't approve anything. I wrote a legal opinion. So whatever the commander approved, it would be applied in a manner to prevent it from being used abusively. You felt you were hung out a bit? I understood at the time I was hung out. Lieutenant Colonel Beaver, I understand. I think I understand better than I've ever understood the role you played in this. And bottom line, no one made you write this memo. That was your own work product, correct? It would not have been appropriate for me to simply say no legal objection or no comment, and so... But there was no pressure for you to reach the conclusion. There was no pressure. It was generated by me and my staff. Thank you. Do you think it's an accident that the techniques that we're talking about in Guantanamo Bay wound up migrating to Iraq? Despite what others may believe. Detainees were beaten to death in Bagram, Afghanistan. That happened in December. Es lag eine völlige Stille über Madrid, so wie ich es noch nie erlebt hatte. Ich wurde wenige Stunden nach dem Anschlag gebeten, den Fall zu übernehmen. Wir wollten Gerechtigkeit für die Opfer. Und wir wollten diejenigen verurteilen, die das getan hatten. Das war eindeutig ein Werk von Al-Qaida. Es war das wichtigste Verfahren, das es in Spanien je gegeben hat. Die Angeklagten behaupten, sie werden triumphieren, weil wir Angst vor dem Tod haben und sie nicht. Da irren sie sich. Wir lieben das Leben und sie sind der Tod. Am Ende siegt die Gerechtigkeit. Ich saß ihnen 5 Monate lang gegenüber in 2 Metern Entfernung. Als ich sie ins Kreuzverhör nahm, machte ich ihnen klar, worauf ich hinaus wollte. Which means 30 Jahre, das ist bei uns die Höchststrafe. Du bekommst 30 Jahre von mir. Sie nannten mich den kleinen fetten Bastard von der Ecke. Erst im Laufe dieses Prozesses habe ich begriffen, was in Guantanamo eigentlich los war. Davor hatte ich es nur im Fernsehen gesehen und gedacht, okay, da werden Leute in ein neues Gefängnis gebracht. Es betraf mich nicht weiter. Aber als ich mehr darüber erfuhr, dachte ich plötzlich, Moment mal, diese Leute, die möglicherweise in die Madrider Anschläge verwickelt waren, können wir gar nicht verhören. Die US-Behörden machen uns den Fall kaputt, weil sie diese Personen nach Guantanamo verschleppt und gefoltert haben. Ich habe Ermittlungen angestellt und den Fall dem Gericht vorgelegt und die haben gesagt, ja, das ist eine strafbare Handlung.
President Obama was asked about the Spanish investigation and accusations surrounding torture tactics that were used at Guantanamo Bay. I have not had direct conversations with the Spanish government about these issues. My team has been in communications with them. Developments in Spain put the president in a very real bind. Gonzalo Boyer, the prosecutor on the case, has Spanish law on his side. It allows him to seek arrest warrants for U.S. officials accused of violating international law. Those indicted could face arrest when traveling abroad. Wir gehen gegen jeden vor, der in Guantanamo involviert war. Von ganz oben bis ganz unten. Besonders gegen die amerikanischen Anwälte, denn sie haben das alles erst ermöglicht. Die Anwälte übernehmen eine Hauptrolle in dieser kriminellen Verschwörung. Also weiter. Wir müssen Beavers Rolle untersuchen. Obwohl sie an Verhören beteiligt war, ist sie auf Distanz, hinter der Glasscheibe geblieben. Das stellt ein Problem dar. Das bereitet mir Kopfzerbrechen. Sie war an den Foltermethoden beteiligt. Aber man kann sie nicht allein verantwortlich machen. Nein, aber diese Frau ist wichtig. Das müssen wir im Auge behalten. Diane Beaver war ein Werkzeug. Und wenn man sein Werkzeug nicht mehr braucht, wirft man es weg. Und das ist mit ihr passiert. Sie sollte sich stellen und uns sagen, was sie weiß. Na los, Samson. Komm her. Samson. Ist das schön, Samson? So ist es gut. Ich habe von dem Prozess der Spanier gehört. Ganz egal, was man ihnen erzählt, sie sind davon überzeugt, dass in Guantanamo gefoltert wurde. Folter hat dort nie stattgefunden, egal wie man den Begriff auslegen möchte. Meine Freunde, Verwandte und alle, die mich kennen, wissen, dass ich Folter an Häftlingen oder gesetzeswidriges Vorgehen niemals befürworten würde. Uns ging es allein darum, unser Land, unsere Bürger zu schützen. Und es ist so enttäuschend, dass unsere Arbeit von manchen als schlecht oder böse abgetan wird. Ich dachte wirklich, dass die Menschen in der Außenwelt nichts von Guantanamo wissen, dass es Gefangene dort gibt. Sie sagten, du wirst hier für immer bleiben und wirst nie wieder nach Hause gehen. Sie nutzen das aus, um mich psychisch zu brechen. Es gab Situationen, wo ich richtig fertig war. Ich kann meinen Sohn nicht dort sterben lassen. Ich müsste ihm irgendwie helfen. Washington 2004, auch Rabbi Kornas, hat einen langen Kampf hinter sich. Zusammen mit dem Bremer Anwalt Bernhard Docker hat sie immer wieder auf das Schicksal ihres Sohnes hingewiesen, auf den Rechtsbruch. Als eine Hausfrau, ich habe Angst gehabt, so viele vor die Kamera zu stellen. Ich rede lieber gar nicht. Und den Vanessa Redgrave haben mich umarmt. Die haben gesagt, keine Angst, wir sind bei dir. Das ist ja keine Menschlichkeit, was die da mit den Gefangenen machen. Er hat mir auch ein bisschen Hoffnung gegeben dabei. Dann stand ich fast freiwillig vor Kamera. So sind wir weitergekommen. Ja, aber ein deutscher Außenminister wollte ihn nicht reinlassen. Die haben für ihn nichts eingesetzt, nur weil er Ausländer ist. Ach, wie soll ich sagen? Ich wusste ganz genau, dass die mir nicht helfen würden. Und wenn der dann nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat, ist es natürlich leicht zu sagen, ja, aber wir wollen den hier nicht mehr haben. Das wollte man halten, diese Linie. Über die hat sich dann die Bundeskanzlerin hinweggesetzt und gesagt, ich mache dieser ganzen Geschichte ein Ende und bringe den Jungen zurück. So. Und dann kam er dann hier an eines Tages mit dem Flugzeug. Meine Familie wartete auf mich.
Die erste war meine Mutter. Sie hat mich umarmt und gar nicht mehr losgelassen. Sie hat auch geweint. Ich gehe mal davon aus, dass sie vor Freude geweint hat. Es ist einfach unbeschreiblich schön. Das kann man nicht in Worten fassen. Ich bin in Folterhaft gewesen und jetzt bin ich wieder frei. Er kam zurück. Natürlich mit langem Bart und dennoch so lange Haar. Er konnte kaum richtig laufen, gerade laufen. Er hat nur gehumpelt. Ich wusste ganz genau, dass er in Kette gelegen hat. Aber seine Augen fliegen immer so hin und her. Er hat solche komischen Blick. So schöne blaue Augen. Hat sich verdunkelt. Wie fast war es schwarze Augen, hat er Farbe gekriegt. Er hat sich geältert, kann ich so sagen. Er ist älter geworden. Er hat seine ganze Jugend dabei verloren. Hilal da buldu. Hilal da var. Yüz. Yok mudur? Hilal nereden çıktı? Hilal kesin benim. Er ist immer so nervös. Ich habe ihm gesagt, geh mal zu Psychologen. Ihr müsst solche Schwierigkeiten mit jemandem teilen. Er will eigenes Kopf. Er will von jemandem nichts hören. Er ist so stolz. Ja, das ist Murat. Der ist so, ja. Es ist eigentlich alles gleich geblieben, nur dass ich einige Erfahrungen habe, was ich nicht mit meiner Familie bespreche, weil sie das nicht hören möchten. So. Pakistan gereist ist, um von dort aus an der Seite der Taliban in Afghanistan gegen die USA zu kämpfen. Kunas Flugticket wurde von einem Mann bezahlt, der Kontakt zu den Taliban in Afghanistan unterhielt. Und seinem Begleiter, der am Flughafen Frankfurt festgenommen wurde, wird hohe Gewaltbereitschaft. Kuna sei schon vor dem Anschlag auf das World Trade Center indoktriniert worden zur Kampfbereitschaft bis hin zum Dschihad, dem Heiligen. Rabih Kurnaz glaubt, der unheilvolle Einfluss von Murats neuen arabischen Freunden hat den Jungen vom rechten Pfad abgebracht. Ja. Mir hat er nicht viel erzählt, aber da hat jemand sein Gehirn gewaschen. Ich weiß sehr gut darüber Bescheid, dass meine Mutter einige Sachen der Medien erzählt hat, was die Amerikaner dann auch als Beweisstück gegen mich benutzt haben. Auch Sachen einfach so in die Welt gesetzt hat, was nicht stimmt, weil sie der Meinung war, dass ich dadurch schneller nach Hause kommen könnte. Damit hat sie natürlich mich in Schwierigkeit gebracht. Einmal habe ich ihn beschuldigt. Ist das meine Fehler, Murat, dass du weg warst oder was? Ne? Er hat gesagt, ja, war deine Fehler. Er hat das gesagt, ja. Aber ich wollte, als Mutter wollte ich ihn ja nur freikriegen. Hey abi, hoş geldiniz. Sunarsınız değil misiniz? Evet, sabırlar. Kameradan görmüştük televizyonlardan. Evet. Sakalım makaraydınız. Sen nasılsın? Ne oldu? Bana sağlık, sıkarış. Evet, evet. Nasıl oldu ya o olaylar, şeyler vardı hep gör. Şimdi hiç bu isim için bile
isminizi değiştirmek aklınızdan geçti mi? Böyle var, öyle bir aklım var da şimdi anam babam bana koyduğu ismi de değişmek de istemedim, biliyor musun? Daha doğrusu. Değişebilir, tamam, böyle bir hakkım var. Bence abi sizin değişmeye zaten suçsuzsunuz, bu isminizle kalın. Ya benim benim için utanç yok ama dediğim gibi iş konusundan bayağı bir... Mesela ben de engel bana desem ben iş arıyorum. Hı-hı. Çalışabilir miyim? Ben derim tamam abi gel. Tamam, ama nasıl olur? Murat Kurnaz dediğin zaman... Tamam. Mecbur bir korku insanın içine giriyor. Şimdi çünkü tanımadığın zaman tabii ki daha da normal. Şimdi senin şeyin değil, belki sen izleniyorsun. Senin sayende bu sefer benim mekanım izlenir. Müşterim rahatsız olur. Evet, haklısın. Aynı ameliyede başıma geliyor. Ein ganzes Jahr, nachdem ich Guantanamo verlassen hatte, wurde meinem befehlshabenden Offizier gemeldet, dass ich im Fokus einer Ermittlung stand. Mir war sofort klar, das konnte nur die Liste sein, die ich verschickt hatte. Beim Verhör haben sie Abdrücke von meinen Fingern und Handballen genommen, um sie mit den Spuren zu vergleichen, die auf den Dokumenten von Barbara Olschensky waren. Außerdem wollten sie Handschriftproben von mir. Ich musste 20 Mal die Absenderadresse von Guantanamo und den Namen Barbara Olschensky aufschreiben. Ich wusste, dass nun eine Reihe schwerwiegender Konsequenzen auf mich zukommen würde. Würde ich verklagt werden, käme ich vors Kriegsgericht. Und das hätte auch Folgen für meine Frau und meine Tochter. What's he trying to say here? Is he trying to say he has a legal excuse that it was silly to classify this material? He could substitute his judgment for the judgment of the relevant authorities that he was just a poor schlemiel who didn't know anything about the status of this information. Or why? Das Gericht war nur an der Regierungsversion der Geschehnisse interessiert. Meinem Verteidiger wurde es verweigert, irgendwelche Beweise vorzulegen. Und ich durfte nicht meine wahren Motive darlegen, warum ich das getan habe. Der Richter hat es einfach nicht erlaubt. Das Gericht verurteilte mich zu 6 Monaten Gefängnis. Als ich von der Dienstentlassung hörte, wurde mir klar, dass damit auch die Rente weg war, und zwar für immer. Also bekam ich kein Geld mehr. Nach der Verurteilung wurde ich sofort abgeführt und eingesperrt und durfte meine Familie nicht mehr sehen. Als ich im Gefängnis ankam, haben sie mir dann einen Hüftgurt, Ketten und Handschellen angelegt. Man wird von 5 Uhr morgens bis 10 Uhr abends wach gehalten. Wenn man versucht, wach zu bleiben und dabei den ganzen Tag die Wand anstarrt, dann nehmen die abblätternden Farbschichten irgendwann Formen an. Man fängt an zu halluzinieren. Ich musste mich vollkommen nackt ausziehen, sodass sie mich untersuchen konnten. Und damit haben sie sich gut Zeit gelassen. Das ist Teil der gezielten Demütigung. Mit Guantanamo haben die das Rad ja nicht neu erfunden. Sie haben die Praktiken angewendet, die in anderen Gefängnissen auch üblich waren. Barbara Olschensky sagte als Zeugin der Regierung gegen Matthew Diaz aus. Sie hatte seine Namensliste an das FBI weitergeben lassen. Olschensky hatte das Ganze für einen schlechten Scherz gehalten.
was er dort erlebt hat und gelitten hat, möchte ich nichts wissen. Ich frage nur, Schatz, wie geht es dir? Und ich umarme ihn und das reicht mir auch. Schön, Mädchen. Schön, Kolumbi. Das dann schön, ja. Ja, es geht richtig. Ne, ich meine, ich muss. Tadu, bist du auch? Hm? Ne, sei nicht. Ich bin. Bis ich dich. Hm? Bis ich dich. Die Mädchen, schon. Da war ein Struktur, wo du Şey ne zaman gidiyorsunuz öyle Madrid'den de? Hı? Ne zaman gidiyorsunuz? Belli mi? Gideceğiz zaman. Belli. Yakında gideceğiz işte. Ne yapacaksınız orada? Ne mahkemesi Murat? Hakikat ben hiç anlamıyorum. George Bush'a karşı nasıl olursa mahkemeye çıkacağım. Şahitlik yapacağım. Ondan sonra Donald Trump, Lamsay'da falan karşı. Neden şeyde Madrid'de oluyor? Niye mi? He. Orada bir avukat var. Dava yavaşça. Hayırlı yolculuk diyeyim. Kendinize iyi bakın. İnşallah mahkemede iyi bir şeyler sonuç elde edersiniz. İnşallah avukatla bir tanışalım da. İnşallah. Sonra bakarsın. Oldu, selam söyle çocuklara herkese. Aleyküm selam. Hadi söylerim selam. Anneciğim. Hadi hayırlı yolculuk. Kendinize iyi bakın. Wir haben ein Treffen mit Murat Kurnaz. Er hat ein Buch geschrieben, das leider nicht in einer zivilisierten Sprache verfasst ist, die man verstehen kann, aber beeindruckend. Was ist beeindruckend? Das Foto von seiner Rückkehr. Wisst ihr, wie alt er da war? 25. 25 Jahre und total am Ende, oder? Ja. Nein, leg es weg. Es geht mir zu nahe. It came to me. Every time I read one of these memos. Jedes Mal, wenn ich so einen Bericht lese oder ein Folteropfer vernehme, erinnert mich das daran, was ich selbst erlebt habe. I remember what had happened to me. The actions being driven by a man named Gonzalo Boye, a radical right lawyer in Madrid. Boye served almost 8 years in a Spanish prison for collaborating with terrorists. This is a kangaroo court set up by a terrorist guy. I was convicted. Ich wurde, meiner Meinung nach zu Unrecht, wegen Geiselnahme und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Dafür habe ich 7 Jahre, 11 Monate und 3 Tage im Gefängnis gesessen. In Spain at that time. Damals war Folter bei der spanischen Polizei noch eine gängige Praxis. Ich dachte, man schneidet mir mit dem Messer in den Rücken. Aber in Wirklichkeit gaben sie mir Elektroschocks. Dieses Gefühl, mit einem scharfen Messer geschnitten zu werden, das werde ich einfach nie vergessen. Wer jemals unter Folter gelitten hat, wird das nie vergessen. Das ist unmöglich. Aber man kann es überwinden. Und das muss man auch. Wenn man das nicht schafft, wird man wertlos. Für die Gesellschaft, für seine Familie und für sich selbst. Vieles, was mir passiert ist, dass das von Rechtsanwälten bestimmt wurde. Davon wusste ich gar nichts. Solche Art von Rechtsanwälte sind Verbrecher, die auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen und auch verurteilt werden müssen. Für eine Entschuldigung ist es sowieso zu spät. Eine Entschuldigung nehme ich nicht mehr an. Okay, here we go.
Jetzt fahren wir mal in die Hundeschule, hm? Ich war lange in einer Art Schockzustand, aber irgendwann muss ich Guantanamo ja hinter mir lassen. Ich bin noch zu jung, um in Rente zu gehen und will noch was mit meinem Leben anfangen. Wenn ich mein eigenes Unternehmen gründe, müsste es etwas sein, worin ich gut bin. Ey, du bist viel zu weit vorne, nach hinten mit dir. Komm schon, Samson. Du weißt genau, dass du hier nichts zu suchen hast. Es gab immer mehr Hundetagesstätten und ich dachte, bei all den Militäraufgaben, die ich schon bewältigt habe, kann das ja nicht so schwer sein. Hunde fressen, machen ihr Geschäft und schlafen und ich dachte, das kann ich wohl schaffen. Jetzt kommen wir zur Fellpflege. Das würden wir auf jeden Fall empfehlen, denn wenn sie draußen spielen, werden sie schon etwas dreckig. Sie werden gebadet und so? Genau. Wenn sie ihn mal richtig herausputzen wollen, haben wir hier auch was für Golden Retriever. Fernsehen haben wir auch. Wir schalten sie den Tierkanal ein, damit die Hunde sich wohlfühlen. Sie können den Löwen beim Fressen zusehen. Das wird ihm sicher gefallen. Für Hundetagesstätten gibt es eine Richtlinie von etwa 400 Seiten, in der alles steht, was man so wissen muss. Und ich dachte, das ist ja wie für mich gemacht. Eine klare Struktur, davon verstehe ich was. Ich zeige Ihnen noch die Villen, unsere Luxussuiten, falls Sie Ihrem Hund etwas gönnen wollen. Davon gibt es nur 10. Die sind schnell ausgebucht. Als ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat man mir alle Qualifikationen entzogen, die man als Anwalt braucht. Das heißt, ich durfte in keiner Funktion mehr praktizieren. Ohne Zulassung und mit einer Vorstrafe ist es schwer, Arbeitgeber zu finden, die einen nehmen. Für meine Kollegen war ich jemand, um den man besser einen großen Bogen macht. Im Grunde wurde ich zu einer Persona non grata. Das Haus wurde zwangsversteigert und das Auto beschlagnahmt. JC von der Navy Credit Union. Bitte rufen Sie uns umgehend zurück, es geht um Ihr Konto. Ich kriege jeden Tag Anrufe von den Kassounternehmen. Ich gebe mein Bestes, die Rechnungen so weit zu bezahlen, wie es geht. Und bisher habe ich mich irgendwie über Wasser gehalten. Ich warte einfach ab. Ich weiß, dass meine Familie für mich da ist. Wenn es hart auf hart kommt, haben die ein Zimmer für mich. So weit könnte es kommen. Hallo, Liebes. Hallo, Dad. Was gibt's? Ich bin nicht gern allein zu Hause. Warum denn nicht? Naja, warum? Weil es so leer ist. In jedem Zimmer halt es. Was ist mit den Hunden? Weiß nicht. Ich habe das Tierheim gestern angerufen. Und? Was sagen die? Dass sie die Hunde einschläfern würden. Eieiei. Hätte ich die Sache damals nicht gemacht, wäre ich nicht verurteilt worden und hätte meinen Job und meine Ersparnisse nicht verloren. Und Anna würde jetzt wahrscheinlich studieren. Die Collegegebühren, die ich für sie gespart hatte, haben die Prozesskosten gedeckt und mir danach über die Runden geholfen, soweit es ging. Das Ganze hatte einen Domino-Effekt. Irgendwann ist meine Ex-Frau mit ihrer Hypothek in Verzug geraten und von da an ging es bergab, bis sie ihr Haus verloren hat. In einem Monat hat Anna vielleicht auch kein Zuhause mehr. Actual complaint.
Das ist der Mahnbescheid, der besagt, dass die Kreditraten nicht bezahlt wurden und sie das Haus beschlagnahmen wollen. Hier steht, dass ihr der Bank als Ausgleich $14.273.42 zahlen müsstet. Wie sieht's mit dem College aus? Ich will hin, aber ich kann es nicht bezahlen. Und ein Studiendarlehen? Andere nehmen doch auch Kredite auf und machen Schulden. Nein, das will ich nicht. Früher konnte ich ihn einfach anrufen und sagen, hey Dad, ich brauche für dies und das $50. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ich würde ihm lieber Geld geben, als etwas von ihm anzunehmen. Er hat mir mal auf Facebook geschrieben, dass ich der Grund für ihn bin, weiterzuleben. Er ist einfach der Beste. Vielleicht heirate ich irgendwann mal einen Mann wie meinen Vater. Die Leute haben immer wieder Schlechtes über ihn gesagt, dass er ein Terrorist sei und die Regierung ihn hängen sollte. Der Staatsanwalt hat mir verboten, sie zu tragen, besonders auf der Parade am Gedenktag. Ist er nicht demnächst wieder? Damit sollte ich zur Parade gehen. Bin ja noch im Dienst. Passt noch, oder? Was ist mit der Mütze? Natürlich schäme ich mich dafür, sie so hängen zu lassen. Das ist die Kehrseite von dem, was ich getan habe. Die Kehrseite davon, dass ich meinem Gewissen gefolgt bin. Je nachdem, wie unser Gespräch verläuft, werde ich euch bitten müssen, den Raum zu verlassen. Denn es geht um sehr persönliche Angelegenheiten, die er in Anwesenheit von Frauen vielleicht nicht besprechen wird. Ist er denn in psychiatrischer Behandlung? Ich weiß es nicht. Die meisten Folteropfer wollen nicht wahrhaben, was ihnen passiert ist. Schön, dich kennenzulernen, endlich. Ja? Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich habe mit einem Armbandflugzeug geredet, aber das war gut, dich zu sehen. Und das sind meine Kollegen, Julia und Isabel. Hi. I don't touch female hands before, because of religious purpose. Er sagt, er kann Frauen wegen seines Glaubens nicht die Hand geben. Das allererste ist, um dir zu erklären, warum wir das machen. Ich meine, was da passieren ist, soll nie wieder passieren. Wir möchten gerne, dass du auch vor dem Gericht gehst und eine Aussage machst. Wir arbeiten als Juristen hier auf der Grund, dass alles, was in Guantanamo passiert hat, ist eine systematische Planung, um Leute zu foltern. Wo ich in Guantanamo angekommen bin, da war es schon komplett professionell. Guantanamo war professionell. Ja, da haben die Verhörer auch aufgepasst, dass sie nicht selber foltern, sondern haben foltern lassen. Hast du je diese Dokumente gesehen? Weißt du, wie dein Leben sich geändert hat durch diesen Dokument? Ehrlich gesagt, nicht. Alles, was du mir voraus erzählt hast, ist hier. Aha. Das ist kalt auf Papier, schwarz-weiß. For instance, hier, Removal of Clothing. Du hast gesagt, dass ich hatte dich nackt gelassen in deiner Zelle. Das war geplant auch. Ich werde dir Namen erwähnen. You, for instance, zum Beispiel. Beaver. Beaver ist mir bekannt. Diane Beaver. Sie ist die Schlüsselfigur für dein Leiden. Sie hat gesagt, dass das war korrekt durch das Gesetz in den USA. Und das ist falsch. Und ich habe dich vielleicht nie gesehen auch. Aber die waren sehr wichtig, in was alles du gelitten hast. Von Rumsfeld zu der Colonel Beaver. Unser Prozess wird sehr lange dauern.
haben sollen. Aber wir müssen da durchgehen. Bist du bereit für sowas? Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich hoffe es ganz stark, dass es auch dazu kommt. Und zwar bald. Ich gehe mal zu den Abschnitten, die ich am schwierigsten finde. Das sind die Seiten, wo man die erwarteten Ergebnisse und 1000 Zahlen eintragen soll. Ich finde, man sieht, dass du gut vorbereitet bist. Jetzt geht es darum, dass du den ersten Schritt wagst. Als Unternehmensgründerin musst du nach vorne blicken und die Vergangenheit hinter dir lassen. Ich wollte nicht über meine Zukunft nachdenken. Vielleicht hatte ich Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen, ohne ein festes Gefüge zu haben, das einen aufhängt. Wenn man bedenkt, dass sie ihr ganzes Leben ihrem Land gewidmet hat und so einen großen Nationalstolz empfindet, als ihr Bruder bricht es mir das Herz. Wir wünschen uns einfach für uns als Familie und für sie, dass sie endlich mit ihrem Leben weitermachen kann. Es ist schwer zu sagen, wann. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Diese Hexenjagd beim Militär. Wenn dich ein Typ Lesbe nannte, kam der ungeschoren davon. Man selbst konnte mit niemandem reden, das war schon schwierig. Besonders, wenn du als Frau besser bist als die Männer, können sie dich leicht runtermachen, indem sie deine sexuelle Orientierung in Frage stellen. Was soll man da machen? Dich ein Schild umhängen, auf dem steht: Ich bin hetero, ich bin nicht homosexuell. Ich war sehr einsam beim Militär, weil ich Angst davor hatte, was andere über mich sagen könnten. Ich habe viel zu lange mein Leben davon abhängig gemacht. Ich habe eben nicht viele Männer kennengelernt. Oder vielleicht war ich auch nicht zum Heiraten gemacht. So, I can't explain that. Also, ich weiß auch nicht. Es gibt bestimmt viele Gründe, aber irgendwann muss man da drüber stehen. Gott hat für jeden eine Bestimmung. Und bisher habe ich noch nicht den richtigen getroffen. Aber vielleicht kommt dieser Tag für mich ja noch. Es stört mich, aber ich kann es einfach nicht erklären. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie hinter der Glasscheibe sitzt und dabei zuguckt, wie jemand gefoltert wird? Das mag komisch klingen, aber was haltet ihr davon, wenn wir sie zu unserem Vorteil nutzen, statt sie einfach nur anzuklagen? Als geschützte Zeugin? Wenn wir sie ausspielen können, warum nicht? Ich meine nicht, sie auszuspielen, aber sie wäre nützlicher, wenn sie unter Schutz aussagen könnte. Als Zeugin. Du willst sie in den Zeugenstand rufen? Aber da hätten wir ein Problem. Wenn wir sie als geschützte Zeugin vorladen und sie dann angeklagt wird, würden wir gegen die Prozessregeln verstoßen. Übrigens habe ich irgendwo gelesen, dass sie ein großer Spanien-Fan ist. Wir könnten sie hierher einladen. Hast du ein Gerichtsurteil gehabt? Ja, das war meine Hoffnung. Ich hatte eine Gerichtsverhandlung gehabt und das alles ging falsch. Alles ging verkehrt. Ich habe gesagt, das habe ich nicht gemacht. Ist egal. Ist egal, ja? Es war egal. Ja, es war egal. Weißt du, das ist so wie als du in Guantanamo warst. Es war egal, was du sagtest. Nichts hilft. Verstehst du? Du sagst, ich war 16 Jahre alt, ich war noch an der Schule. Egal.
Ist immer noch so, dass die Leute glauben, du hast damit zu tun gehabt? Ja, ja. Also, sobald Leute meinen Namen hören, versuchen sie, so schnell wie möglich von mir wegzukommen. Ja. Jeder hat, wir sagen hier in Spanien, dass jeder hat ihr eigenes Buch, um das Leben zu füllen. Aber wenn du so viele Jahre und so viel Stress gewesen bist, am Ende des Tages, wir bezahlen eine Rechnung. Es ist sehr schwer, weil wir sind so viele Wounds. You know? There are many things to heal. Ja. Und wie kannst du vergessen diese 5 Jahre? Oh, qué bueno. Gracias, Dani. Frucht. Ja, gracias. Zum Wohl. Ja, hallo. Ich stoße nicht an, aber... Aber du weißt, dass es stimmt. Bist du je in der Stierkämpfe gewesen? Nein. Der Bullen und der Stierkämpfer. Alles klar. Ja, ich wünsche dir eine gute Reise. Sei vorsichtig. Ich danke dir für alles. Wir haben Zeit. Wir werden sie alle hinter Gitter bringen. Egal, ob in einem Jahr oder erst in 20 Jahren. Wir sind bereit, den Rest unseres Lebens dafür weiterzukämpfen. Kein Problem. Ich bleibe hier, bis Gerechtigkeit herrscht. I understand that. Ich glaube, dass es einen Grund dafür gibt, dass ich vor diese Herausforderung gestellt wurde. Vielleicht, weil ich die Kraft habe, dem standzuhalten, was passiert ist. Ich bin froh, dass ich mich damals freiwillig gemeldet habe und nach Guantanamo berufen wurde. Das war ein Teil von Gottes Plan, auch wenn ich vieles nicht verstehe und ich mir vielleicht einen anderen Ausgang gewünscht hätte. Aber es ist so gekommen. Und ich bereue nichts. Ich war gern beim Militär. Ich hatte nie einen anderen Job und ich kannte gar nichts anderes. Ich bin in Armut aufgewachsen und habe mich dann für das Militär entschieden. Ich weiß nicht, was sonst aus mir geworden wäre.
I had a sense of pride. Ich war stolz, meinem Land zu dienen. I did everything to support the mission down there. Ich habe alles getan, um die Mission dort zu unterstützen und mich immer an die Anweisungen gehalten, bis auf das eine Mal. That's the only thing that they disapproved of. Diese Sache ist das Einzige, was sie mir vorwerfen können. Ich will kein Mitleid. Ich habe mich ja selbst in diese Situation gebracht. Aber so sieht die Realität aus. Das kann einem zustoßen, wenn man seinem Gewissen folgt. Schicksal und dass Gott uns mit bestimmten Sachen prüft. Guantanamo ist vielleicht eine Art Strafe, eine Art von Starkmachung fürs Rest des Lebens. Ich würde selber sagen, dass ich die Prüfung nicht bestanden habe. Meine Aufgabe dort war es, zu verhindern, dass es kein zweites Abu Ghraib geben würde. Ich sah es als meine Pflicht an, die Rechtsstaatlichkeit zu sichern und dafür zu sorgen, dass das Kriegsrecht in Guantanamo eingehalten wurde. Ich sollte Vorwürfen über Misshandlungen nachgehen, die es schon von Anfang an gegeben hatte. Egal um welchen Konflikt es sich handelt, wir müssen Gefangene human behandeln. Humanely.
Aber das, was ich hier sah, stand nicht in Einklang mit dem Kriegsrecht. Der Name Diane Beaver ist aufgetaucht, weil sie das ursprüngliche Gutachten zu diesen erweiterten Verhörmethoden geschrieben hatte. Einer der Vernehmungsbeamten hatte die Legitimität dieser Techniken hinterfragt und ich habe ihn dann auf das Gutachten verwiesen. Die Gefangenen, die hier landeten, waren auf keinen Fall die schlimmsten Verbrecher. Nicht jeder war zu Recht hier. Manche waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und gegen Kopfgeld an die USA verkauft worden. Einer davon war Murat Kurnaz. Es ist mein Job, das Gesetz einzuhalten und dafür zu sorgen, dass alle in der Befehlskette das auch tun. Also, auf rein beruflicher Ebene muss ich natürlich meine Pflicht erfüllen. Aber ich bin eben auch ein Mensch und es macht mir keinen Spaß, Menschen leiden zu sehen. Je länger ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass meine Einschätzung der Situation weder in der Befehlskette nach oben wandern noch nach außen dringen würde. Ich dachte, meine Arbeit hier ist im Grunde nutzlos. Egal, was ich den Kommandeuren rate, es stößt nur auf taube Ohren. Und in dem Moment habe ich entschieden, etwas zu tun. Ich wusste, dass ich es auf keinen Fall über offizielle Kanäle tun konnte, sondern dass es eine Geheimaktion sein musste. Da haben die Amerikaner mich über Sachen gefragt, was ich in Deutschland getan habe. Und zwar über Dinge und Telefonnummern ausgefragt, die kein anderer außer hier in Deutschland gewusst hat. So war ich von überzeugt, dass die Amis mit der deutschen Polizei in Kontakt gewesen sind. Man macht sich ja in der Verdachtsfallbearbeitung dann so Schaubilder, wo man sagt, wer kennt wen und wo sind die Verknüpfungspunkte. Die Eurocheck-Karte, mit der die Flugkarten für Murat Kurnaz hier in Bremen bezahlt worden waren, ist am 9. Irgendwie dachte ich vielleicht, dass es auch irgendwie stimmen muss, weil so viele Leute stehen vor mir und erzählen, dass das so gewesen ist. Er hat das getan und ihn gibt es nicht mehr und er hat Menschen getötet. Alles liegt vor. So. I can't recall. Do we know if that friend he's talking about was a suicide bomber or not? Yes, sir. He was a suicide bomber. Oh, okay. Yes, sir. It's in the classified portion. Okay. I just wasn't sure. Einfach unglaublich. Was sollte das? Hier ging es doch nicht darum, Informationen zu erhalten. Das ist natürlich sadistisch und hat nicht im Entferntesten mit einem professionellen Vorgehen zu tun. The usually jovial Jody Rumsfeld was grim as he was sworn in and promptly took responsibility for what he called a catastrophe. He was interrupted by hecklers calling for his head. Es war furchtbar. Der Ruf der Armee wird auf lange Zeit ruiniert sein. Von so etwas erholt man sich nicht so leicht. Es war Zeit für mich aufzuhören. Ich hatte in meinem Job erreicht, was ich konnte. Ich wollte ein Haus und einen Hund und mich nicht mehr ständig darum sorgen müssen, wo ich als nächstes eingesetzt werde und was meine Aufgabe sein würde. Deshalb habe ich mich zur Ruhe gesetzt. Nach den peinlichen Vorfällen im Abu Ghraib-Gefängnis gab es auch ein größeres öffentliches Interesse an Guantanamo. Meine Aufgabe dort war es, zu verhindern, dass es kein zweites Abu Ghraib geben würde.
Ich sah es als meine Pflicht an, die Rechtsstaatlichkeit zu sichern und dafür zu sorgen, dass das Kriegsrecht in Guantanamo eingehalten wurde. Ich sollte Vorwürfen über Misshandlungen nachgehen, die es schon von Anfang an gegeben hatte. Egal um welchen Konflikt es sich handelt, wir müssen Gefangene human behandeln. Wir haben ein Treffen mit Murat Kurnaz. Er hat ein Buch geschrieben, das leider nicht in einer zivilisierten Sprache verfasst ist, die man verstehen kann, aber beeindruckend. Was ist beeindruckend? Das Foto von seiner Rückkehr. Wisst ihr, wie alt er da war? 25. 25 Jahre und total am Ende, oder? Ja. Nein, leg es weg. Es geht mir zu nahe. Jedes Mal, wenn ich so einen Bericht lese oder ein Folteropfer vernehme, erinnert mich das daran, was ich selbst erlebt habe. Ich wurde, meiner Meinung nach zu Unrecht, wegen Geiselnahme und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Dafür habe ich 7 Jahre, 11 Monate und 3 Tage im Gefängnis gesessen. Damals war Folter bei der spanischen Polizei noch eine gängige Praxis. Ich dachte, man schneidet mir mit dem Messer in den Rücken. Aber in Wirklichkeit gaben sie mir Elektroschocks. Dieses Gefühl, mit einem scharfen Messer geschnitten zu werden, das werde ich einfach nie vergessen. Wer jemals unter Folter gelitten hat, wird das nie vergessen. Das ist unmöglich. Aber man kann es überwinden. Und das muss man auch. Wenn man das nicht schafft, wird man wertlos. Für die Gesellschaft, für seine Familie und für sich selbst. Vieles, was mir passiert ist, dass das von Rechtsanwälten bestimmt wurde. Davon wusste ich gar nichts. So. Nicht. Alles, was du mir vorausgezählt hast, ist hier. Aha. Das ist kalt auf Papier. Schwarz-Weiß. For instance, hier, Removal of Clothing. Du hast gesagt, dass ich hatte dich nackt gelassen in deiner Zelle. Das war geplant auch. Mhm. Ich werde dir Namen erwähnen. You, for instance, zum Beispiel. Beaver. Beaver ist mir bekannt. Diane Beaver. Diane Beaver. Sie ist die Schlüsselfigur für dein Leiden. Sie hat gesagt, dass das war korrekt durch das Gesetz in den USA. Und das ist falsch. Und ich habe dich vielleicht nie gesehen auch. Mhm. Aber die waren sehr wichtig, in was alles du gelitten hast. Von Rumsfeld zu der Colonel Beaver. Unser Prozess wird sehr lange dauern. Kann sein. Aber wir müssen da durchgehen. Bist du bereit für sowas? Ich bin auf jeden Fall bereit. Ich hoffe es ganz stark, dass es auch dazu kommt, und zwar bald. Ich gehe mal zu den Abschnitten, die ich am schwierigsten finde. Das sind die Seiten, wo man die erwarteten Ergebnisse und 1000 Zahlen eintragen soll.
Ich finde, man sieht, dass du gut vorbereitet bist. Jetzt geht es darum, dass du den ersten Schritt wagst. Als Unternehmensgründerin musst du nach vorne blicken und die Vergangenheit hinter dir lassen. Ich wollte nicht über meine Zukunft nachdenken. Vielleicht hatte ich Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen, ohne ein festes Gefüge zu haben, das einen aufhängt. Wenn man bedenkt, dass sie ihr ganzes Leben ihrem Land gewidmet hat und so einen großen Nationalstolz empfindet, als ihr Bruder bricht es mir das Herz. Wir wünschen uns einfach für uns als Familie und für sie, dass sie endlich mit ihrem Leben weitermachen kann. Es ist schwer zu sagen, wann. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Diese Hexenjagd beim Militär. Wenn dich ein Typ Lesbe nannte, kam der ungeschoren davon. Man selbst konnte mit... Wir haben ein Treffen mit Murat Kurnaz. Er hat ein Buch geschrieben, das leider nicht in einer zivilisierten Sprache verfasst ist, die man verstehen kann, aber... Beeindruckend. Was ist beeindruckend? Das Foto von seiner Rückkehr. Wisst ihr, wie alt er da war? 25. 25 Jahre und total am Ende, oder? Ja. Nein, leg es weg. Das geht mir zu nahe. Jedes Mal, wenn ich so einen Bericht lese oder ein Folteropfer vernehme, erinnert mich das daran, was ich selbst erlebt habe. Ich wurde, meiner Meinung nach zu Unrecht, wegen Geiselnahme und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Dafür habe ich 7 Jahre, 11 Monate und 3 Tage im Gefängnis gesessen. In Spain at that. Chest and calls you a criminal and tells you that you have betrayed your oath and you have betrayed your country and you have endangered the safety of the men and women that you swore to share your burdens with. Matthew Diaz disclosed a list of names of people at Guantanamo Bay, and he has paid a terrible price.
Sie hatten viele Gründe, mich zu hassen. There is no easy answer. Es gibt keine einfache Lösung. Guantanamo hat vielen Leuten großen Kummer bereitet. Wir sind im Krieg. Es ist ein persönlicher Angriff, wenn ein Flugzeug ins Pentagon gestürzt wird, um dabei Menschen zu töten. Dass ich aus Pflichtbewusstsein gehandelt habe, mag kitschig klingen. Aber ich wollte nicht in den Ruhestand gehen, ohne meine Dienste angeboten zu haben. Wo man mich einsetzen würde, war mir egal. Es ist beängstigend, dass es Menschen gibt, die unsere Lebensweise, unsere Kultur und unsere Werte zerstören wollen. Man begreift ihre Motive nicht und fragt sich, wie man diese Leute für sich gewinnen kann. Wie hält man einen Feind auf, den man nicht versteht? Hatte mein Leben geändert. Ich bin nach Pakistan gereist, damit ich in möglichst kurzer Zeit viel über den Islam lernen kann. Pakistan hatte mich sowieso schon immer interessiert. Ich war halt auch neugierig, ein anderes Land mal zu sehen. Dann habe ich festgestellt, dass das Krieg ausgebrochen ist in Afghanistan. US bombing raids continue around the clock, attacking Taliban tanks and trenches north of the Pakistani border. Ihr habt mir eigentlich nichts Großes bei vorgestellt. Ich muss auch dazu sagen, dass Anne ist ja nicht verloren. College right now. With the prepaid college. Und Anna würde jetzt wahrscheinlich studieren. Die College-Gebühren, die ich für sie gespart hatte, haben die Prozesskosten gedeckt und mir danach über die Runden geholfen, soweit es ging. Das Ganze hatte einen Dominoeffekt. Irgendwann ist meine Ex-Frau mit ihrer Hypothek in Verzug geraten und von da an ging es bergab, bis sie ihr Haus verloren hat. In einem Monat hat Anna vielleicht auch kein Zuhause mehr. Das ist der Mahnbescheid, der besagt, dass die Kreditraten nicht bezahlt wurden und sie das Haus beschlagnahmen wollen. Hier steht, dass ihr der Bank als Ausgleich $14.273.42 zahlen müsstet. Wie sieht's mit dem College aus? Ich will hin, aber ich kann es nicht bezahlen. Und ein Studiendarlehen? Andere nehmen doch auch Kredite auf und machen Schulden. Nein, das will ich nicht. Früher konnte ich ihn einfach anrufen und sagen, hey Dad, ich brauche für dies und das $50. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ich würde ihm lieber Geld geben, als etwas von ihm anzunehmen. Er hat mir mal auf Facebook geschrieben, dass ich der Grund für ihn bin, weiterzuleben. Er ist einfach der Beste. Vielleicht heirate ich irgendwann mal einen Mann wie meinen Vater. Die Leute haben immer wieder Schlechtes über ihn gesagt, dass er ein Terrorist sei und die Regierung ihn hängen sollte. Der Staatsanwalt hat mir verboten, sie zu tragen, besonders auf der Parade am Gedenktag. Ist er nicht demnächst wieder?
Damit sollte ich zur Parade gehen. Bin ja noch im Dienst. Passt noch, oder? Was ist mit der Mütze? Das ist definitiv, ja. Natürlich schäme ich mich dafür, sie so hängen zu lassen. Das ist die Kehrseite von dem, was ich getan habe. Die Kehrseite davon, dass ich meinem Gewissen gefolgt bin. Je nachdem, wie unser Gespräch verläuft, werde ich euch bitten müssen, den Raum zu verlassen. Denn es geht um sehr persönliche Angelegenheiten, die... You have the power to restore the moral underpinnings of our democracy. You must use it. Please, that's what I ask of you. It was like a wake-up call. Es war, als hätte mich jemand wachgerüttelt. Die Regierung und meine Kollegen in Guantanamo zogen einen Lügenwall um sich herum und ich saß mittendrin und habe mitgemacht. Ich habe die Anwälte mit daran gehindert, an die Informationen zu kommen, die sie haben wollten. Gegen Ende meines Einsatzes dachte ich, irgendwas muss passieren. Und zwar muss ich was tun und es muss schnell gehen. Barbara Olschanski wollte die Namen und ich hatte Zugang dazu. Sie durchsuchen die Taschen. Wenn sie dann sowas wie eine Namensliste finden, wird man angeklagt. Ich wusste, dass sie mich damit nicht von der Insel lassen würden. Ich musste also einen Weg finden, sie rauszuschmuggeln. Dann kam ich drauf, die Liste verkleinert auszudrucken. Ich bekam sie so klein, dass ich sie in einer Karte verstecken und abschicken konnte. Ich dachte mir, selbst wenn der Umschlag ein bisschen dicker wird, würden sie im Militärpostamt denken, es sind Fotos oder sowas drin. Das war nicht so ungewöhnlich. Es war Januar. Der nächste Feiertag war Valentinstag. So kam es dann zu dieser Karte mit diesem glubschäugigen Chihuahua. Eine Weile war ich nicht sicher, ob ich es durchziehen würde, und ich habe einige schlaflose Nächte verbracht. Ich würde meine Zukunft aufs Spiel setzen und auch die meiner Frau und meiner Tochter. Doch wir waren nur drei im Vergleich zu den über 550, die ich sonst zurücklassen würde, ohne große Chancen auf eine Gerichtsverhandlung. Ich habe die Liste genommen und sie in die Karte gesteckt, bin zur Post gefahren und habe sie in den Briefkasten geworfen. Ich hatte das Gefühl, endlich das Richtige getan zu haben. Und nicht mehr auf der falschen Seite zu stehen. Die Nachrichten habe ich dann erstmal nicht verfolgt, sondern einfach den Dingen ihren Lauf gelassen. Ein Problem. Ich bleibe hier, bis Gerechtigkeit herrscht. Ich glaube, dass es einen Grund dafür gibt, dass ich vor diese Herausforderung gestellt wurde. Vielleicht, weil ich die Kraft habe, dem standzuhalten, was passiert ist. Ich bin froh, dass ich mich damals freiwillig gemeldet habe und nach Guantanamo berufen wurde. Das war ein Teil von Gottes Plan, auch wenn ich vieles nicht verstehe und ich mir vielleicht einen anderen Ausgang gewünscht hätte. Aber es ist so gekommen. Und ich bereue nichts. Ich war gern beim Militär. Ich hatte nie einen anderen Job und ich kannte gar nichts anderes.
Ich bin in Armut aufgewachsen und habe mich dann für das Militär entschieden. Ich weiß nicht, was sonst aus mir geworden wäre. Ich war stolz, meinem Land zu dienen. Ich habe alles getan, um die Mission dort zu unterstützen und mich immer an die Anweisungen gehalten, bis auf das eine Mal. Diese Sache ist das Einzige, was sie mir vorwerfen können. Ich will kein Mitleid. Ich habe mich ja selbst in diese Situation gebracht. Aber so sieht die Realität aus. Das kann einem zustoßen, wenn man seinem Gewissen folgt. Wie sieht's mit dem College aus? Ich will hin, aber ich kann es nicht bezahlen. Und ein Studiendarlehen? Andere nehmen doch auch Kredite auf und machen Schulden. Nein, das will ich nicht. Früher konnte ich ihn einfach anrufen und sagen, hey Dad, ich brauche für dies und das $50. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ich würde ihm lieber Geld geben, als etwas von ihm anzunehmen. Er hat mir mal auf Facebook geschrieben, dass ich der Grund für ihn bin, weiterzuleben. Er ist einfach der Beste. Vielleicht heirate ich irgendwann mal einen Mann wie meinen Vater. Die Leute haben immer wieder Schlechtes über ihn gesagt, dass er ein Terrorist sei und die Regierung ihn hängen sollte. Der Staatsanwalt hat mir verboten, sie zu tragen, besonders auf der Parade am Gedenktag. Ist er nicht demnächst wieder? Damit sollte ich zur Parade gehen. Bin ja noch im Dienst. Passt noch, oder? Was ist mit der Mütze? Natürlich schäme ich mich dafür, sie so hängen zu lassen. Das ist die Kehrseite von dem, was ich getan habe. Die Kehrseite davon, dass ich meinem Gewissen gefolgt bin. Je nachdem, wie unser Gespräch verläuft, werde ich euch bitten müssen, den Raum zu verlassen. Denn es geht um sehr persönliche Angelegenheiten, die er in Anwesenheit von Frauen vielleicht nicht besprechen wird. Ist er denn in psychiatrischer Behandlung? Ich weiß es nicht. Die meisten Folteropfer wollen nicht wahrhaben, was ihnen passiert ist. Schön, dich kennenzulernen. Ja? Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich habe mit einem Armbandflutter geredet, aber das war gut, dich zu sehen. Und das sind meine Kollegen, Julia und Isabel. Hi. I don't touch female hands before, because of religious purpose. Okay, er wisse, que no. Er sagt, er kann Frauen wegen seines Glaubens nicht die Hand geben. Das allererste ist, um dir zu erklären, warum wir das machen. Ich meine, was da passiert ist, soll nie wieder passieren. Wir möchten gerne, dass du auch vor dem Gericht gehst und eine Aussage machst. Wir arbeiten... Samson. Ist das schön, Samson? So ist es gut.
Ich habe von dem Prozess der Spanier gehört. Ganz egal, was man ihnen erzählt, sie sind davon überzeugt, dass in Guantanamo gefoltert wurde. Folter hat dort nie stattgefunden, egal wie man den Begriff auslegen möchte. Meine Freunde, Verwandte und alle, die mich kennen, wissen, dass ich Folter an Häftlingen oder gesetzeswidriges Vorgehen niemals befürworten würde. Uns ging es allein darum, unser Land, unsere Bürger zu schützen. Und es ist so enttäuschend, dass unsere Arbeit von manchen als schlecht oder böse abgetan wird. Ich dachte wirklich, dass die Menschen in der Außenwelt nichts von Guantanamo wissen, dass es Gefangene dort gibt. Sie sagten, du wirst hier für immer bleiben und wirst nie wieder nach Hause gehen. Sie nutzen das aus, um mich psychisch zu brechen. Es gab Situationen, wo ich richtig fertig war. Ich kann meinen Sohn nicht dort sterben lassen. Ich müsste ihm irgendwie helfen. Washington 2004, auch Rabbi Kornas hat einen langen Kampf hinter sich. Zusammen mit dem Bremer Anwalt Bernhard Docker hat sie immer wieder auf das Schicksal ihres Sohnes hingewiesen, auf den Rechtsbruch. Als eine Hausfrau, ich habe Angst gehabt, so viele vor die Kamera zu stellen. Ich rede lieber gar nicht. Und den Vanessa Redgrave haben mich umarmt. Die haben gesagt, keine Angst, wir sind bei dir. Das ist ja keine Menschlichkeit, was die da mit den Gefangenen machen. Er hat mir auch ein bisschen Hoffnung gegeben dabei. Dann stand ich fast freiwillig vor Kamera. So sind wir weitergekommen. Ja, aber ein deutscher Außenminister wollte ihn nicht reinlassen. Die haben für ihn nichts eingesetzt, nur weil er Ausländer ist. Ach, wie soll ich sagen? Ich wusste ganz genau, dass die mir nicht helfen würden. Und wenn der dann nicht die deutsche Staatsangehörige? Es lag eine völlige Stille über Madrid, so wie ich es noch nie erlebt hatte. Ich wurde wenige Stunden nach dem Anschlag gebeten, den Fall zu übernehmen. Wir wollten Gerechtigkeit für die Opfer. Und wir wollten diejenigen verurteilen, die das getan hatten. Das war eindeutig ein Werk von Al-Qaida. Es war das wichtigste Verfahren, das es in Spanien je gegeben hat. Die Angeklagten behaupten, sie werden triumphieren, weil wir Angst vor dem Tod haben und sie nicht. Da irren sie sich. Wir lieben das Leben und sie sind der Tod. Am Ende siegt die Gerechtigkeit. Ich saß ihnen 5 Monate lang gegenüber in 2 Metern Entfernung. Als ich sie ins Kreuzverhör nahm, machte ich ihnen klar, worauf ich hinaus wollte. Which means 30 years. 30 Jahre. Das ist bei uns die Höchststrafe. Du bekommst 30 Jahre von mir. Sie nannten mich den kleinen fetten Bastard von der Ecke. Erst im Laufe dieses Prozesses habe ich begriffen, was in Guantanamo eigentlich los war. Davor hatte ich es nur im Fernsehen gesehen und gedacht, okay, da werden Leute in ein neues Gefängnis gebracht. Es betraf mich nicht weiter.
Aber als ich mehr darüber erfuhr, dachte ich plötzlich, Moment mal, diese Leute, die möglicherweise in die Madrider Anschläge verwickelt waren, können wir gar nicht verhören. Die US-Behörden machen uns den Fall kaputt, weil sie diese Personen nach Guantanamo verschleppt und gefoltert haben. Ich habe Ermittlungen angestellt und den Fall dem Gericht vorgelegt und die haben gesagt, ja, das ist eine strafbare Handlung. President Obama was asked about the Spanish investigation and accusations surrounding torture tactics that were used at Guantanamo Bay. I have not had direct conversations with the Spanish government about these issues. My team has been in communications with them. Developments in Spain put the president in a very real bind. Gonzalo Boyer, the prosecutor on the case, has Spanish law on his side. It allows him to seek arrest warrants for U.S. officials. Wir haben ein Treffen mit Murat Kurnaz. Er hat ein Buch geschrieben, das leider nicht in einer zivilisierten Sprache verfasst ist, die man verstehen kann, aber beeindruckend. Was ist beeindruckend? Das Foto von seiner Rückkehr. Wisst ihr, wie alt er da war? 25. 25 Jahre und total am Ende, oder? Ja. Nein, leg es weg. Das geht mir zu nahe. It came to me. Every time I read one of these memos. Jedes Mal, wenn ich so einen Bericht lese oder ein Folteropfer vernehme, erinnert mich das daran, was ich selbst erlebt habe. I remember what had happened to me. The actions being driven by a man named Gonzalo Boyer, a radical right lawyer in Madrid. Boyer served almost 8 years in a Spanish prison for collaborating with terrorists. This is a kangaroo court set up by a terrorist guy. I was convicted. Ich wurde, meiner Meinung nach zu Unrecht, wegen Geiselnahme und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Dafür habe ich 7 Jahre, 11 Monate und 3 Tage im Gefängnis gesessen. In Spain at that time. Damals war Folter bei der spanischen Polizei noch eine gängige Praxis. Ich dachte, man schneidet mir mit dem Messer in den Rücken. Aber in Wirklichkeit gaben sie mir Elektroschocks. Dieses Gefühl, mit einem scharfen Messer geschnitten zu werden, das werde ich einfach nie vergessen. Wer jemals unter Folter gelitten hat, wird das nie vergessen. Das ist unmöglich. Aber man kann es überwinden. Und das muss man auch. Wenn man das nicht schafft, wird man wertlos. Für die Gesellschaft, für seine Familie und für sich selbst. Er hat mir mal auf Facebook geschrieben, dass ich der Grund für ihn bin, weiterzuleben. Er ist einfach der Beste. Vielleicht heirate ich irgendwann mal einen Mann wie meinen Vater. Die Leute haben immer wieder Schlechtes über ihn gesagt, dass er ein Terrorist sei und die Regierung ihn hängen sollte. Der Staatsanwalt hat mir verboten, sie zu tragen, besonders auf der Parade am Gedenktag. Ist er nicht demnächst wieder? Damit sollte ich zur Parade gehen. Bin ja noch im Dienst. Passt noch, oder? Was ist mit der Mütze? Das ist definitiv, ja. Natürlich schäme ich mich dafür, sie so hängen zu lassen. Das ist die Kehrseite von dem, was ich getan habe. Die Kehrseite davon, dass ich meinem Gewissen gefolgt bin.
Je nachdem, wie unser Gespräch verläuft, werde ich euch bitten müssen, den Raum zu verlassen. Denn es geht um sehr persönliche Angelegenheiten, die er in Anwesenheit von Frauen vielleicht nicht besprechen will. Ist er denn in psychiatrischer Behandlung? Ich weiß es nicht. Die meisten Folteropfer wollen nicht wahrhaben, was ihnen passiert ist. Schön, dich kennenzulernen, Emily. Ja? Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr. Ja, ich habe mit einem Armbandflug geredet, aber das war gut, dich zu sehen. Und das sind meine Kollegen, Julia und Isabel. Hi. I don't touch female hands before, because of religious purpose. Okay, er wisse, que no... Er sagt, er kann Frauen wegen seines Glaubens nicht die Hand geben. Das allererste ist, um dir zu erklären, warum wir das machen. Ich meine, was da passieren ist, soll nie wieder passieren. Wir möchten gerne, dass du auch vor dem Gericht gehst und eine Aussage machst. Wir arbeiten als Juristen hier auf der Grund, dass alles, was in Guantanamo passiert hat, ist eine systematische Planung, um Leute zu foltern. Wo ich in Guantanamo angekommen bin, da war es schon komplett professionell. In Guantanamo war professionell? Ja, da haben die Verhörer auch aufgepasst, dass sie nicht selber foltern, sondern haben foltern lassen. Hast du je diese Dokumente gesehen? Weißt du, wie dein Leben sich geändert hat durch diesen Dokument? Und für sie, dass sie endlich mit ihrem Leben weitermachen kann. You know, it's difficult to know when. Es ist schwer zu sagen, wann. I don't know how to. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Explain this. These witch hunts that were going on in the military. Diese Hexenjagd beim Militär. Wenn dich ein Typ Lesben nannte, kam der ungeschoren davon. Man selbst konnte mit niemandem reden, das war schon schwierig. Besonders, wenn du als Frau besser bist als die Männer, können sie dich leicht runtermachen, indem sie deine sexuelle Orientierung in Frage stellen. Was soll man da machen? Dich ein Schild umhängen, auf dem steht: Ich bin hetero, ich bin nicht homosexuell. Ich war sehr einsam beim Militär, weil ich Angst davor hatte, was andere über mich sagen könnten. Ich habe viel zu lange mein Leben davon abhängig gemacht. Ich habe eben nicht viele Männer kennengelernt. Oder vielleicht war ich auch nicht zum Heiraten gemacht. Also, ich weiß auch nicht. I'm sure there's many reasons, es gibt bestimmt viele Gründe, aber irgendwann muss man da drüber stehen. You know, you can't let it bother you because God has a plan for everyone. Gott hat für jeden eine Bestimmung. You know, okay. Und bisher habe ich noch nicht den richtigen getroffen. Aber vielleicht kommt dieser Tag für mich ja noch. Es stört mich, aber ich kann es einfach nicht erklären. Könnt ihr euch vorstellen, wie sie hinter der Glasscheibe sitzt und dabei zuguckt, wie jemand gefoltert wird? Das mag komisch klingen, aber was haltet ihr davon, wenn wir sie zu unserem Vorteil nutzen, statt sie einfach nur anzuklagen? Als geschützte Zeugin? Wenn wir sie ausspielen können, warum nicht? Ich meine nicht, sie auszuspielen, aber sie wäre nützlicher, wenn sie unter Schutz aussagen könnte, als Zeugin. Du willst sie in den Zeugenstand rufen? Aber da hätten wir ein Problem. Wenn wir sie als geschützte Zeugin vorladen und sie dann angeklagt wird, würden wir gegen die Prozessregeln verstoßen. Übrigens habe ich irgendwo gelesen, dass sie ein großer Spanien-Fan ist. Wir könnten sie hierher einladen. Dann habe ich festgestellt, dass das Krieg
ausgebrochen ist in Afghanistan. US bombing raids continue around the clock, attacking Taliban tanks and trenches north of the Pakistani border. Ihr habt mir eigentlich nichts Großes bei vorgestellt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich damals gerade mal 19 war und die ganze Welt nicht so ganz verstanden habe. Und ich war auch kein Typ, der sich mit Politik beschäftigt hatte. Ich war kurz vor der Rückreise nach Deutschland. Ich habe viele Geschenke eingekauft. Es war kurz vor Weihnachten. Da hielt die Polizei uns an, kam auf mich zu und haben mir einige Fragen gestellt. Ich habe denen meinen Reisepass vorgelegt. Da meinten sie halt, dass ich aussteigen sollte. Es war mein letzter Moment als freier Mensch. Ab dem Moment an haben sie mich als Geisel halt festgehalten und irgendwann an die Amis verkauft. Plötzlich waren viele Blitzlichter dort. Das waren Leute, die Fotos geschossen haben. Ich war halt der 53. von mehreren tausend. Die haben mich ganz komische Sachen gefragt, ob ich Osama bin Laden gesehen hätte. Ich hab denen gesagt, natürlich habe ich ihn gesehen. Im Fernsehen, wie jeder andere auch. Das hat sie aufgeregt. Da war mir eigentlich sofort klar, dass die nicht daran interessiert waren, wer ich bin oder ob ich wirklich unschuldig bin, sondern sie wollten mich halt zu einem Terroristen machen. Ich sollte zustimmen, dass ich ein Mitglied der Al-Qaida und Taliban bin, dass ich mit denen zusammengekämpft hätte. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, was Al-Qaida ist damals. Ich bin kein Terrorist und somit werde ich das auch nicht unterschreiben. So haben sie mich von den Handschellen aus an der Decke hochgezogen. Sie haben eine Kette drum gemacht und mich an der Kette halt hochgezogen, sodass ich komplett, ich hing halt komplett mit dem ganzen Körper über dem Boden. Da hing schon jemand vor mir. Ich konnte sehen, dass er total blau angelaufen war. Er war schon längst tot und er hing da nur noch. Und der Verhörer fragte mich halt, ob ich es jetzt unterschreibe oder nicht. Und wenn ich Nein gesagt habe, hat er nur einfach Handzeichen gegeben. Den Freunden und Schlafentzug. Auf diese Weise ist der Gefangene immer mehr auf seinen Verhörer angewiesen und wird dann hoffentlich irgendwann so gefügig, dass er die Informationen rausgibt, die man haben will. Nachdem ich angekommen bin, wusste ich nicht, wo ich bin. Es war nur ziemlich heiß. Die machten mir irgendwann die Augen auf. Mit dem Bus brachten sie mich in einen kleinen Käfig. Wie so ein Hundekäfig halt, nur kleiner. Da waren auch keine Toiletten, kein gar nichts drin. Sie haben die Lichter 24 Stunden lang angelassen. Die Generatoren liefen. Es war extrem laut. So, dass ich eigentlich nie richtig geschlafen habe. Es war, als ob ich eher in Ohnmacht fallen würde vor Müdigkeit. In meinen ersten Verhören, da haben sie mich auch nach dem Namen Mohammed Atta gefragt. Das ist der Typ, der einen diesen Flugzeugen in die Türme gejagt hat. Da meinten sie, ist ja dein Freund aus Hamburg. Du wohnst ja nicht weit weg von Hamburg. So, ihr habt auch wahrscheinlich zusammen denselben Fitnessstudio besucht, meinte er. Wenn dem eine Antwort nicht gefiel, da haben sie mich sofort umgelegt in eine Isolationshaft. Ich habe ein ganzes Jahr insgesamt alleine verbracht.
Wenn man lange für sich allein gestellt ist, dann wird einem auch klar, wie viele Sachen man im Leben viel schöner machen konnte. Und man bereut es, dass man es nicht getan hat. Dass man kann sich schon fast an jeden einzelnen Menschen erinnern, gegenüber dem man sich schlecht benommen hat oder ihm das Herz gebrochen hat. Als Kind wollte ich unbedingt reich werden, damit ich schnelle Autos fahren kann. Ich habe oft und gerne getrunken und war dadurch auch schnell gewalttätig. Ich habe auch Drogen zu mir genommen. Es gibt zwei Dinge, die funktionieren. Die Trennung von den Freunden und Schlafentzug. Auf diese Weise ist der Gefangene immer mehr auf seinen Verhörer angewiesen und wird dann hoffentlich irgendwann so gefügig, dass er die Informationen rausgibt, die man haben will. Nachdem ich angekommen bin, wusste ich nicht, wo ich bin. Es war nur ziemlich heiß. Die machten mir irgendwann die Augen auf. Mit dem Bus brachten sie mich in einen kleinen Käfig. Wie so ein Hundekäfig halt, nur kleiner. Da waren auch keine Toiletten, kein gar nichts drin. Sie haben die Lichter 24 Stunden lang angelassen. Die Generatoren liefen. Es war extrem laut. So, dass ich eigentlich nie richtig geschlafen habe. Es war, als ob ich eher in Ohnmacht fallen würde vor Müdigkeit. In meinen ersten Verhören, da haben sie mich auch nach dem Namen Mohammed Atta gefragt. Das ist der Typ, der einen diesen Flugzeugen in die Türme gejagt hat. Da meinten sie, ist ja dein Freund aus Hamburg. Du wohnst ja nicht weit weg von Hamburg. So, ihr habt doch wahrscheinlich zusammen denselben Fitnessstudio besucht, meinte er. Wenn denen meine Antwort nicht gefiel, da haben sie mich sofort umgelegt in eine Isolationshaft. Ich habe ein ganzes Jahr insgesamt alleine verbracht. Wenn man lange für sich allein gestellt ist, dann wird einem auch klar, wie viele Sachen man im Leben viel schöner machen konnte. Und man bereut es, dass man es nicht getan hat. Man kann sich schon fast an jeden einzelnen Menschen erinnern, gegenüber dem man sich schlecht benommen hat oder ihm das Herz gebrochen hat. Als Kind wollte ich unbedingt reich werden, damit ich schnelle Autos fahren kann. Ich habe oft und gerne getrunken und war dadurch auch schnell. Haben Sie sich gut Zeit gelassen? Das ist Teil der gezielten Demütigung. Mit Guantanamo haben die das Rad ja nicht neu erfunden. Sie haben die Praktiken angewendet, die in anderen Gefängnissen auch üblich waren. Barbara Olszewski sagte als Zeugin der Regierung gegen Matthew Diaz aus. Sie hatte seine Namensliste an das FBI weitergeben lassen. Olszewski hatte das Ganze für einen schlechten Scherz gehalten. Was er dort erlebt hat und gelitten hat, möchte ich nichts wissen.
Ich frage nur, Schatz, wie geht es dir? Und ich umarme ihn und das reicht mir auch. Schön, Mädchen. Schön, Kolumbi. Ich glaube, es geht richtig. Hadi, güzel ol. Neyse, anne, içme. Bizi Tamam, karıştırıp durma oğlum. Ses çok şey yaptı. Tok başıma artık. Şeye ne zaman gidiyorsunuz o Madrid'in bu? Ne zaman gidiyorsunuz? Belli mi? Gideceğin zaman. Belli. Yakında gideceğiz işte. Ne yapacaksınız orada? Ne mahkemesi Murat? Hakikat ben hiç anlamıyorum. Coşkuş'a karşı nasıl olursa mahkemeye çıkacağım. Şahitlik yapacağım. Ondan sonra Donald Trump idam saati falan karşı. Neden şeyde Madrid'de oluyor? Niye mi? He. Orada bir avukat var. Dava yavaş yak. Hayırlı yolculuk diyeyim. Kendinize iyi bakın. İnşallah mahkemede iyi bir şeyler sonuç elde edersiniz. İnşallah avukatla bir tanışalım da. İnşallah. Sonra bakarsın. Hı-hı. Oldu, selam söyle çocuklara, herkese. Aleyküm selam. Hadi söylerim abi. Anneciğim. Hadi hayırlı yolculuk. Kendinize iyi bakın. Sie so einiges durchgemacht. Da verhört man Leute, die unsere Lebensweise zerstören wollen und die gerade Flugzeuge in unsere Gebäude geflogen haben. Und weil sie anfangen, laut herumzuschreien oder Koranverse aufzusagen, knebelt man sie. Ist das Folter? Das ist eine komplizierte Frage und keiner wollte sich damit beschäftigen. Diane hat ihren Job gemacht, weil sie ihr Land liebt. Ihre Vorgesetzten dagegen übernahmen keine Verantwortung, aus Angst, dass später etwas gegen sie verwendet werden könnte. Und genau das ist ihr dann passiert. Sie musste die Sache am Ende ausbaden. Nach monatelanger Kritik wegen der Misshandlungsvorwürfe in Abu Ghraib und Guantanamo sah sich die US-Regierung gezwungen, den Schaden einzudämmen. Auf einer perfekt inszenierten Pressekonferenz wollte man der Welt zeigen, dass die Missbrauchsfälle in Abu Ghraib und die aggressiven Verhörmethoden in Guantanamo das Werk von Einzelpersonen waren und nichts mit der offiziellen US-Politik zu tun hatten. Um das zu beweisen, veröffentlichte die Regierung ein geheimes Gutachten, das lediglich eine Unterschrift trug. Natürlich bot sich mein Memorandum an, um jemand anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Es hatte mir nichts ausgemacht, das Dokument aufzusetzen. Für mich gehörte das zu meinem Job. Die ranghohen Anwälte dagegen haben nie etwas in Schriftform verfasst, also waren die wohl clever und ich war die Dumme. Ich habe nie an irgendwelche politischen Folgen gedacht, nur daran, meine Vorgesetzten zu unterstützen. Und als Dank kam ich dann auf die Titelseiten, wurde ins Kreuzfeuer der Kritik gestellt und erschien in jedem Buch über Folter. Es ist ein schreckliches Gefühl, dass ich meinen Kopf für die ganze Regierung hinhalten muss. Colonel Beaver, let me start with you. Did you expect that your opinion would not be the one that would be relied upon? No, sir. In fact, one of the reasons... No, sir, you... Oh, sorry. My question was, were... I'm sorry. Were you surprised that your opinion became the opinion that was relied upon? Did you expect... Shock. I never received a phone call, I never received an email, I never received anything asking me anything, like, are you a lunatic? What were you thinking? Or, you know, great opinion, or I received nothing. You come across in this as being eager to have these techniques used. And it says, under Category 2, using detainee phobias such as fear of dogs. Now, I'm trying to figure out as a lawyer how removal of clothing and using fear of dogs does not envision naked people, by the way, the hood's in there too, naked people having dogs sicked on them. That would have never happened.